Fußballturnier oder Familienausflug? V-Klasse? Vito? Sprinter als Mehrsitzer? Egal, was du vorhast, bei uns passen sie alle rein. Dein Mietwagen zum Discounterpreis. Biesdorfs zweite Mannschaft hat am 12. Spieltag eine Mammutaufgabe vor sich. Sie empfangen den Tabellenführer Wacker 1921 Langwitz. Die Gäste dominieren die dritte Staffel der Bezirksliga. 11 Spiele und 11 Siege. Dazu schießt ein Mann ein Tor nach dem anderen. Florian Kostik, die Keule der Langwitzer, hat bereits 20 Tore auf dem Konto. Die Hintermannschaft der Fortuna ist gewarnt. In den schwarzen Oberteilen gebührt den Gastgebern die erste Gelegenheit. Die Flanke findet keinen Abnehmer. Der Abpraller landet bei Wilske. Erster Saisoneinsatz und gleich die erste gefährliche Gelegenheit für den Fortunen. Mit 51 Toren stellt Wacker den gefährlichsten Angriff. Allen voran auf Kostik müssen die Gastgeber aufpassen. Hier haben sie Glück. Die Chance lebt noch. Aber Sträubelreit beendet diese Aktion stürmisch. Kostik bekommt dort einen kleinen Schlag ab, aber nichts Wildes. Er lächelt auch wieder. Er weiß, es ist nicht seine letzte Chance in dieser Partie. Doch auch der Tabellensechste erarbeitet sich Chancen. Mauke springt die Flanke rein auf Säger. Guter Kopfball, aber eine starke Parade von Wolter im Tor. Andere Seite, Freistoß für die Gäste. Pole bringt den hoch rein. Mauke verschätzt sich. Die große Chance, doch auch Schilling ist ein Hindernis, an dem Wacker erstmal vorbei muss. Wieder ein Freistoß. Dieses Mal flach in die Mauer rein. Der zweite Versuch entpuppt sich als Rakete und trifft nur die Latte. Eine Riesenchance. Die Standards werden immer wichtiger. Eckball, der kommt flach, rutscht durch und landet bei Kesavan. Und der macht das 1:0 für Langwitz. 41 Minuten lang hat Biesdorf gut dagegen gehalten. Am Ende ist es eine flache Hereingabe auf den Kapitän, der den Ball nur noch ins Tor schieben muss. Der Mann, der bereits in der Regionalliga gespielt hat, sorgt für die knappe Pausenführung. Knapp, dadurch ist für Biesdorf noch alles drin. Die zweite Halbzeit, der Angriff, der Gastgeber mutiert zum Konter für den Favoriten Maukisch gegen Knark. Knark gewinnt das Duell für sich. Der Preis, die perfekte Hereingabe auf die Keule, auf Florian Kostik. Das 2:0 für den Favoriten und er trifft erneut. Nur am zweiten Spieltag blieb ihm der Torerfolg verwehrt. Ansonsten hat er jedes Mal genetzt und dieses 21. Saisontor gehört zur Hälfte auch Knark, dessen Zweikampf diesen Treffer einleitet. Der Rest ist für den Top-Torschützen reine Formsache. Das ist ein Pfund für die Biesdorfer. Nächste Gelegenheit für Langwitz. Eckball auf Pole, der fasst sich ein Herz, aber scheitert an der starken Parade von Ben Schilling im Tor. 8 der 12 Saisonspiele hat er für die Reserve bestritten. Diese tut sich in der zweiten Halbzeit sichtlich schwer. Dann ist das Spielglück der Fortuna Holt. Borowski schießt. Poles Arm ist im Weg für Schiedsrichter Günther. Ein regelwidriges Handspiel. Pole ist schon verwarnt und das bedeutet gelb-rot für den Mittelfeldakteur. Das Handspiel ist auch für die Amateurschiedsrichter ein sehr schwieriges Thema. Nach der Regelauslegung geht diese Karte aber in Ordnung. Die Körperfläche wird vergrößert, der Arm ist angespannt. Die richtige Entscheidung. 20 Minuten vor dem Ende der Favorit in Unterzahl. Kostik versucht es allerdings erneut, schiebt den Ball aber am Kasten vorbei, nachdem Schilling selbigen verlassen hat. Aber der Topscorer spielt auch in der folgenden Szene eine Rolle. Dieses Mal versucht er sich als Vorlagengeber auf der linken Außenbahn, dribbelt sich durch, spielt in die Mitte und findet dort Schleusner, der sich als Stürmer auf das falsche Tor versucht, der Pfosten rettet. Darauf folgend eine Ecke. Fortuna kann den Schuss abwehren, doch den Ball nicht zielstrebig klären. Kostik schnappt sich die Kugel und versenkt das Ding im oberen linken Eck. So eine Einladung nimmt er dankend an. 3:0 für Wacker. Dieses Team ist das Nonplusultra in der Bezirksliga und das haben sie zu einem großen Teil auch ihrem Goalgetter zu verdanken. Das 22. Tor für Florian Kostik. Im Schnitt trifft er zweimal pro Spiel. Eine Wahnsinnsquote. 11 Minuten vor dem Ende. Der Sieg scheint ungefährdet. Freistoß für Biesdorf. Wackers Verteidigung mit dem Kopf schon in der Kabine. Dadurch kommt Fortuna nochmal zum Anschlusstreffer. Alexander Heckendorf steigt höher als alle anderen und verwertet diese Flanke perfekt. Sein zweites Tor, nachdem er im letzten Spiel bereits gegen den Grünauer BC getroffen hat. Das Endergebnis dort, ein 5:1 Sieg für Biesdorf. Das sieht in diesem Spiel ganz anders aus. Fortuna fehlt die Kraft und das Geschick für eine Aufholjagd. Wacker gewinnt mit 3:1 bei Biesdorf. Die Fortunen haben vor allem in der ersten Halbzeit sehr gut mitgespielt. Das sieht auch der Kapitän des Tabellenführers so. Die Einschätzung von Majoran Kesavan am Mikrofon von Yannick Josupait. Ja, ich würde sagen, die erste Halbzeit war ziemlich schwierig. Also Biesdorf hätte auch schon
ein, zwei Tore machen können, wenn die kaltschnäuziger gewesen wären vom Tor. Da hätten wir uns nicht beklagen können. Wir gehen mit 1-0 in Führung. Das Tor habe ich erzielt. Ziemlich glücklich vor der Linie reingeschoben. Und ja, also lief einfach gut für uns. Hätte aber auch anders laufen können. Es scheint, als wäre die Fortuna seit dem Sommer den Langwitzern hold. Sie gewinnen auch das 12. Spiel und bleiben unaufhaltbar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf geht's, dein neues Leben wartet. Reicht dir ein City-Transporter? Oder brauchst du den großen 7,5-Tonner? Ab in die Zukunft zum Discounterpreis.